Du möchtest mehr Bands aus Afrika kennenlernen? Dann habe ich genau die perfekte Band für dich. Und zwar geht es um die Band Vulvodynia. Die Jungs machen einen Mix aus Slamming Deathcore, Technical Deathcore und weiterem. Und jetzt haben sie eine neue Single veröffentlicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu diesem Song sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Reaction und bis dann. Zu Vulvodynia könnte ich tatsächlich ein komplettes Video machen, nur über Stories mit dieser Band, weil ich kenne sie tatsächlich seit der Gründung. Ich weiß nämlich noch, das erzähle ich mal ganz kurz, der Luke, der Gitarrist, der hat mir damals eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt und mir dann eine Nachricht geschickt, ey, ne, hier meine Band Vulvodynia bringt jetzt ihre neue Single oder ihre erste Single raus und so, wäre ja ganz cool, ne, das mal auszuchecken, dies, das und so weiter. Und ja, da habe ich die bei der ersten Europa-Tournee, auf der ersten Europa-Tournee habe ich die dann kennengelernt, sehr viel unterhalten, sehr gut verstanden, ne, vor allem halt mit Duncan, der leider nicht mehr dabei ist, aus ja, Gründen, ich glaube, die meisten wissen, weshalb, das ist halt schon ein bisschen schade, ein bisschen traurig, genau, aber halt auch, ja, viel Kontakt mit Luke und mit Chris gehabt und ja, ich liebe die Jungs, ich bin großer Fan, ich habe tatsächlich auch als einziger die komplette Diskografie voll, also alle Schallplattenversionen, alle Kassetten, alle CDs inklusive Testpressungen. Ja, also die Jungs, die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr besonderen Platz in meinem Herzen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und wie gesagt, ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, was halt alles noch gab, ne? Also jetzt beispielsweise auch ganz kurz nur, ne? Es gibt ja auch noch so eine Facebook-Gruppe, so ein Fanclub von Vulvodynia, offiziell von Vulvodynia halt erstellt und ich bin da halt Admin und ja, ne? Also ich bin da auf jeden Fall bisschen involviert, sage ich mal, in dieser Band. Und ey, die haben eine neue Single rausgehauen. Ich freue mich. Ne, Lon Deal, ne, der Gitarrist war, macht jetzt die Vocals. Da bin ich sehr gespannt, weil ich kenne sie, die Vocals ja nur live. Genau, da würde ich sagen, wir labern jetzt auch nicht oder ich laber nicht noch viel, viel weiter, sondern wir gehen rein und checken die neueste Single von Vulvodynia aus. Schön über Unique Leader Records, so wie es muss. Ich finde es echt gut. Also es groovt erstmal extremst gut, finde ich. Und ich mag die Vocals von Lon Deal, kann ich jetzt schon sagen. Die sind halt sehr, ne, die sind halt anders als die von Duncan. Ne? Ist ja auch gut, dass die Vocals halt anders klingen. Aber ich finde sie schön. Also sie sind also so richtig schöne, geile Highs und die Lows auch richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Also fängt sehr, sehr gut an. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Sekunden zurück und gönnen uns den Partner mal. Auch diese Riffs so typisch Chris und Luke. Ja, was ich halt einfach so richtig geil finde bei den Lows, die klingen so ein bisschen so wie Grunt irgendwie. So ein bisschen wie so ein Knurren auch von so einem Hund irgendwie. Finde ich richtig gut. Also ich mag die Stimme. Ich mag die Stimme, die passt auch sehr gut zu Vulvodynia, muss ich sagen. Ne, weil ich hatte, also klar hat man immer so ein bisschen so die Bedenken, ne? Ich meine, Vulvodynia gibt es seit 2014 und ja, Duncan ist, glaube ich, seit letztem Jahr nicht mehr dabei oder nee, letztes Jahr. Ne, letztes Jahr die Tour mit The Last 10 Seconds of Life und so weiter.
Ja, und man hat sich natürlich extremst daran gewöhnt, an die Stimme, ne? So, ne, die ganzen Alben und was auch alles rauskam. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ersatz. Also, ne, Londell macht einen sehr geilen Job, sehr, sehr coole Stimme, passt halt einfach, wie gesagt, sehr gut zu Vulvodynia. Und ich mag einfach dieses Instrumental wieder, ne? Es ist halt nicht mehr so dieser pure Slam oder Slamming Deathcore, sondern man hat teilweise halt so ein bisschen so, ne, so Technical Parts, da hat man so teilweise so ein bisschen so Proggy Gente drin. Und das finde ich halt einfach mega gut. Ich mag einfach so diese, ja, diesen Weg, den einfach die Band gegangen ist. Schöner Part. Auch hier halt wieder so, ne? Das ist das, was ich ja meinte. So, man hat teilweise auch so ein bisschen so diese Technical Parts und dann hat man halt einfach wirklich diesen kompletten Part und dann hat man schön diese Melodie, die halt so richtig technisch ist, dieses Diddle-diddle-diddle-diddle-diddle, ne? Und dann kommt da nochmal drüber schön Blastbeats, dann noch Vocals. Ja, es ist einfach gut. Es freut mich echt für die Jungs. Es freut mich mega, dass das jetzt weiter so bergauf geht. Ah, das muss ich aber kurz sagen, das ist jetzt gerade richtig, so richtig typisch Vulvodynia. So, sowohl was die Gitarre spielt, als auch die Vocals und diese Punkturen. Oder diese Punkturierung, ne? So dieses düt, 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 muss man einfach nochmal reinhören. Das ist wirklich so ein typischer Vulvodynia-Part. Ja, und dann halt einfach da nochmal so dieses Instrumental, so diese Gitarre, ne? Dann hast du dann wirklich so Parts und innerhalb von so einer kurzen Zeit kriegst du Pickscrapes, Pinch Harmonics und sonst was zu hören. Ich finde das geil. Also einfach schön dieses richtig schön technische. Also, ne, Chris und Luke sind halt einfach auch krasse Songwriter, die haben es auf jeden Fall drauf. Es war stark. Ja, und das ist dann auch noch dieses so, die bleiben sich ja trotzdem irgendwo noch, so diese alte Schiene bleiben die einfach noch ein bisschen so treu. Dann gibt's halt trotzdem nochmal einen Slam-Part, richtig schön Gutturals und das ist halt auch wieder so diese Punktuierung, ne? So dieses Slam-Riff, was halt gespielt wird, jeder Ton ist halt ein Right-Becken-Schlag. So düm, 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 düm zum Beispiel, ne? Und das finde ich halt einfach geil, dass sie wirklich, ne, die haben wieder so ein bisschen was Neues, aber halt trotzdem auch noch das, was die halt früher schon gemacht haben. So mit der Psycho-Sadistic Design oder mit der Cognizant Castigation. Finde ich mega. Richtig, richtig schön. Und stimmt, ich habe das vergessen noch zu sagen, aber ich habe gelesen, es gibt ein Peeling Flash Feature bei diesem Song. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und gehypt. Aber ich mag auch das Artwork richtig gut.
Ja, also das ist halt auch einfach dieser Part von eben, ne? Einfach auch schön wieder dieses Technische dabei. Und was ich halt auch noch sagen wollte, ist mit dem Artwork. Also ich mag das halt sehr. Gut, ich weiß jetzt nicht, was dieses Entabeni bedeutet, ne? Oder, ne? Also, ne, was das halt alles so ein bisschen darstellen soll. Ne, vielleicht irgendwas Richtung Opfergaben oder so, weil man sieht ja jetzt hier die Frau mit dem Baby oder mit dem Kind, ne, das sind irgendwie Opfergaben oder so sind. Und das ist halt auch sowas, was ich halt einfach sehr an Vulvodynia auch mag, dass sie halt so, die sind halt irgendwie so ihrem Land, ihrem Kontinent halt irgendwie so, ja, treu, ne, so wie. Das ist halt auch für den Artworks halt auch wirklich viele Sachen oder halt in Texten thematisiert wird, was halt auch einfach typisch irgendwie in Südafrika ist oder so. Zum Beispiel mit diesem, oh, ich habe den Namen vergessen. Den Feature, wo die den Feature-Part auch von Gutalax haben. Umtakani oder so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber das geht ja auch dann um so eine extremst krasse Droge, die halt sehr populär, sage ich mal, in Südafrika ist oder war und oder auch für die Mob Justice, ne? Da war ich auch noch, der Duncan hat mir damals das Artwork gezeigt und meinte so, ey, ne, wir haben das uns so und so vorgestellt, ne? Dann ist ja da dieser Löwe drauf, der da ja tot liegt und glaube ich, also die Raben oder die Geier, die den ja irgendwie so zerfleischen, sage ich mal. Und da hat er mir halt auch so vieles erzählt, ne? Das soll halt irgendwie so die Regierung darstellen und dieses, ne, ja, ne, dass die auf einmal so diesen ganzen Reichtum haben und die Leute werden dann irgendwie so einfach links liegen gelassen. Und das finde ich halt einfach geil, dass sie halt sowas auch thematisieren. Das ist halt einfach was Besonderes, ne? Weil nicht jede Band hat halt jetzt solche Themen. Das ist halt auch so typisch, so ein typisches Chris-Solo. Ne, schon viel mit vielen verschiedenen Elementen, ne, mit Tremolo und dann halt richtig viele, ne, dieses ganze Shredding und wie das alles heißt, ne, ich bin ja kein Gitarrist, aber es ist halt einfach wieder gut. Ah, starkes Ding. Ja, auch schön der Part am Ende, nochmal ein richtig schöner Breakdown, ne? Ein bisschen slammig. Dann auch wieder mit diesen mit den Pickscrapes. Ah, einfach schön. Ist einfach ein wirklich geiler Song, weil, ne, wie ich schon gesagt habe, die haben halt viele verschiedene Elemente, so ein bisschen was in Richtung Proggy Genti, dann hast du so ein bisschen Technical, dann hast du halt wieder so diese alte Schiene von Vulvodynia mit halt diesem Slamming Deathcore, Slamming Brutal Death. Und ich find's super. Also richtig geil, richtig geile Single, auch wieder halt ein sehr, sehr, sehr cooler Text, ne? Also lyrisch auch wieder extrem stark. Und ja, ich muss einfach nochmal sagen, ich bin echt froh, ne, dass die Jungs halt jetzt, sag ich mal, dass es für die weitergeht, ne? Jetzt auch mit Lawn Deal. Und das ist ja auch ein mega sympathischer Kerl, ne? Ich hab den auch echt mega gern. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall für die Jungs. Ich freue mich auf das neue Album. Da bin ich sehr gespannt. Das kommt ja dieses Jahr raus. Und wenn ihr noch die Möglichkeit habt, geht auf jeden Fall zur Ingested Tour, weil da sind nämlich Vulvodynia auch dabei.